Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der... Crazy! Wuhu! Ja, juhu! Street musste leider... Danke. Street... Alter, Schärfe 4, hammer nice. Ich hab ein bisschen Bücher enchanted. Gut, ich muss... Will aber erstmal mein Schwert verzaubern. Mal schauen, vielleicht kommt die Schärfe 4 Looting over 9000 oder sowas. Auf jeden Fall, Street musste leider weggehen. Da gab es Problemchen mit der Tochter. Aber da wird bestimmt dann mal vorbeischauen. Immer ist die Töchter. Mhm. So, du tust mir jetzt mal bitte gefallen. Du gehst jetzt unten mal zu deiner Monsterfarm hin und zeigst uns mal die Stelle, wo der Eingang hin kann. Weil den bauen wir heute mal. Okay. Wie ich einfach 3 Diamantspitzhacken im Inventar habe. Ich habe nur eine und die sind mal kurz vorm Zerbrechen. Ja, eine ist nicht verzaubert, eine ist mit Effizienz 4 verzaubert, das war eine Stufe 30er Verzauberung. Da hab ich mir auch nur gedacht, ja okay, das Würfometer hat entschieden. Und einmal war dann noch, sammel schnell. Effizienz 4 und Glück 3. Und da ich noch weiß, wo Diamanten sind, ich hab's nicht vergessen, Sweet. Geh ich die mal schnell mit Fortune 3 abbauen. Yes! Eben. Wo ist deine Dia-Rüstung hin? Hölle? Ah, stimmt, da war ja was. Es war aber nur die Brustplatte. Eigentlich ja. Ich geh mal. Hier ist der Eingang. Gut. Also können wir dann von da aus mal einen Weg machen. Ich hole mal schnell die Diamantos. Okay. Du hast ja echt ein bisschen gefarmt, oder? Ja, teilweise ich, teilweise Klaus. Die ist richtig ergiebig. So, jetzt muss ich nur noch mal den Weg dahin finden. Das war aber, glaube ich, hier direkt an die Ecke. Achso, wenn du willst, kann ich auch gleich mal den Trick zeigen, wie man Bedrock zerstört. Wenn wir das heute schaffen? Hm? Wenn wir das heute schaffen, klar. Weil ich habe nicht endlich Slimes für die scheiß Digi-Pistons. Christian? Ja? Ich wollte gerade die Dias suchen, hab den Eingang nicht gefunden, nur noch einen Spinnenspawner gefunden. Die ist komplett dunkel. Wo bist du? Ich bin nur ein kleines Stück rausgegangen. Ja, wohin raus? Ich weiß nicht, dass hier in der Nähe noch ein Spinnenspawner ist. Ich hab auf jeden Fall gerade erstmal Gold gefunden. Das ist eigentlich ein... Also gibt's Gold? Hä? Du liebst Gold. Jo. Liebe Gold. Ja komm, die Dias hol ich dann einfach später ab. Weil ich hab keinen Bock noch ewig lang den Weg zu suchen. Ich will gerade wissen, wo du gerne bist. Warte. Ach da. Genau über mir, quasi den Weg geradeaus. Einmal zum Vorstellen. Das ist das Ergebnis. Da oben? Ja. Da oben. Da siehst du ja auch schon die Fackel und den Weg, ne? Ja. Ja. Okay, ich baue mich mal kurz da hoch und check mal aus, was da oben ist. Gut, ich baue dann schon mal das Fackel mal an abzubauen. Ach komm, da benutze ich die Effizienz 4. So. Was ist Skelette, ne? Die haben so ein Wallhack. Das ist unglaublich. Hast du denn schon mal ein Design überlegt, was wir noch reinhauen können? Ja, hab ich. Gut. Wo hast du den Spinnenspawner gefunden? Warte. Ich komme schnell bei dir vorbei. Ich weiß, dass hier einer ist. Wo bist du? Hier, hinter dir. Hinter mir? Nicht da, hier lang. Weißt du, da hinten ist einer. Der war noch komplett unausgeleuchtet. Der hier. What the fuck? Der war komplett unausgeleuchtet. Warte mal, lass mal schnell den Spawner deaktivieren.
Nein. Du musst die wirklich daneben stellen. Und jetzt vorne hin bringen die echt nix. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist leider wirklich so. GG. GG Minecraft. Mhm. Ist doch richtig Grundgesetz. Ja. Aber okay. Wow. Ich wollte gerade mit Vayne meine ganzen Spinnenweben abbauen. Nice! Ja, ich habe viel zu lange das Modpack gezockt. Weiß ich immerhin, was ich noch zu machen habe. Wir müssen auch irgendwann mal die ganzen Spawner noch bewegen, ne? Geht nicht. Nein? Nein. Oh, du hast aber erzählt, dass das geht. Ja, ich kann neue Spawner generieren. Ja, okay. Schauen wir mal, wie wir das machen. Okay. Wir machen jetzt einmal erstmal den Weg hier rüber. Schon mal was größer. Und dann schauen wir, wie wir mal nach oben kommen. Weil du sagtest ja, da wäre ein Lava-Weg im Weg gewesen, ne? Ja. Genau da, wo ich abgebogen bin. Ja, dann bauen wir den einfach mal. Machen wir den zu Obsidian und bauen den ab. Du hast Effizienz, ne? Ja. Ja, dann geht das ja. Nur der Lavasee ist ein bisschen groß. Ja, das passt schon drüber hin. Alter. Was sagst du? Gleich. GG. Gleich finden wir dir es. Easy. Ja, lass den Weg bauen. Oh, hier sind Diamanten. Ne, ich habe, während ich jetzt schon Beifang gebaut habe, habe ich alle Dias gefunden in vier Chunks. Alter. Ich hatte am Ende 6 Dia-Blöcke. Ja, also 6 Dia-Blöcke haben wir schon mal für einen Dia-Enchanter, Dia-Beacon. Ja, die mussten nur leider wieder dran glauben. Unten war noch was offen. Ja, ich weiß. Hey. Nice one. Ja. Ey, da sind Diamanten! Nein. Okay. Jetzt wird's lustig. Warte. Hast du das? Unten sind noch Lavaquellen. Okay. So, ist nur noch da. Da. Ich baue die Dias ab. Alter, das ist eine dicke Ader. Hammer nice. Das ist ein Tunnelbaum. 18 Diamanten. Nice. GG easy. Okay, hier geht's schon rauf. Nicht safe. Ja, okay, geradeaus ist noch mehr Lava. Ja, dann lass mal erstmal so zubauen. Dann wissen wir hier jetzt nicht mehr. Okay. Da ist man jetzt mal so schräg nach oben, oder? Ja, und zwei jetzt. Vielleicht, wenn wir so nach oben gehen, können wir ja schon direkt zu dem Berg rauskommen. Nein, wir müssen dann eh nochmal links rüber. Also. Deswegen können wir eigentlich gleich den Weg da unten benutzen. Ja, okay, dann. Also das stört mich nicht. Also so viel Granit wie hier ist, dann können wir echt mal mit Granit bauen. Ist auch richtig geil. Hm? Ich nehme mal Fackeln hier hin. Wenn du neue Fackeln brauchst, sag's. Ich hab zu viele. Ja, das hab ich schon fast gedacht. So. Ja, das ist ja sehr perfekt mit dem Minenschacht. Ja. Klingt super optimal, aber es geht noch. Komm, den lass ich einfach mal so da stehen jetzt. Aber hinter uns könnte ich schon zu. Ach komm, scheiß drauf. Das bauen wir gleich alles zu.
Boah. Du glaubst doch gar nicht, wie ich gestern gelitten habe. Also mit was? Pollen. Also, oh Gott. Mhm. Erstmal scheiße heiß. Und dann noch. Ich war gestern mal in meiner Therapie. Ich schaue nur, als ich die Therapie vorbei war, schaue ich aus dem Fenster. Ich sehe diesen Pollensturm. Ich denke nur, ich will nicht rausgehen. Ich will doch nicht sterben. Aber jetzt im Ernst, gestern war auch schon scheiß warm, ne? Ja. Also ganz ehrlich, ich hatte gestern richtig Angst, meinen Rechner anzumachen. Bei diesen tropischen Temperaturen. Ich bin schon richtig mit der Motivation hingegangen. Okay, auf der Grafikkarte kannst du nachher ein Spiegelei braten. Im Prinzip war es ja auch so. Mhm. Jetzt warte mal kurz hier. Müssen wir nicht von der anderen Seite weiterbauen. Ja, ist echt besser. Warte, ich merke mal die Koordinaten. Nee, das passt schon. Ich habe ja schon angefangen oben. Also. Hi. Oh, es ist Nacht. Oder Wetter. Ich kann dann mal gerade die Dias sichern gehen. Nein, ich werde gleich nochmal zwei brauchen. Neue Spitzhacke? Eine Spitzhacke reparieren. Also. Werde die doch nicht neu machen. Achso, falls dir aufgefallen ist, die haben das Heilen genervt, ne? Ja? Ja. Wow. Yes. Ja, zu Wetzern gehören Pilze. Nice. Das ist unser erster brauner Pilz, okay. Da wollen wir nachher aber mal Pilzfarm auf. Er braucht zu beiden Braunen. Hä? Wo ist der Amboss? Ach, der ist unten, ne? Nein, der ist hier neben mir. Ja, dann hast du ja umgestellt. So. Guck mal, es kostet 4 Level. Eine Spitzhacke zu reparieren, fast voll. Das ist krass. Ja, ich werde mal eine verzaubern, damit ich mal Unbreaking oder so krieg. Ich entscheide noch Bücher. Ja, ich will jetzt mal so mein Zeug enchanten. Jetzt nicht hier nach. Alter. Alles klar. Weißt du, warum mich das irgendwie erinnert? Alles klar, du baust falsch. Erinnert mich irgendwie an RIT? Nee, schlimmer. An letztens Infinity Evolved. Draconic Stuff of Power. Ja, keine Sorge. Oh, hier ist der eine Gang. Ja. Wir müssen da unten auf den anderen Treffer. Hier mal vor. Du baust jetzt falsch. Nee. Doch. Ich baue es mal so vor. Da unten treffen wir irgendwann auf den anderen. Alles klar. Aber keine Sorge, wenn das neue Projekt anfängt, dann werden wir richtig okay sein. Minimal. Ja. Weil ganz ehrlich, mit der Kombination an Items, wie wir an unseren Ressourcen bekommen werden. Wir scheißen von Anfang an auf die Barrels. Wir müssen auf die Deep Storage Units. Okay. Bin unten. Gut. Oh, weißt du, ob ich gerade richtig Bock habe? Worauf? Auf ein Fleischkäsebrötchen. Ah. Ah. Ich darf heute schon kochen. Meine Schwester und ich. Was macht er? Vermutlich Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen habe ich irgendwie jetzt seit nicht mehr richtig Bock drauf. Einfach weil meine Mutter die in letzter Zeit so offen macht. Ja, okay. Wir machen die selten. Okay, jetzt müssen wir hier um die Ecke und dann. Ach so, eine Wendeltreppe meinst du? Nein. Einfach hier unten eine Ecke reinmachen, damit man dann die Richtung weiter runter kann auf der anderen. Ach so, meinst du das? Ja, gut.
Warte mal, da ist die letzte Stufe. Mach mal so. Okay, noch eins nach oben. Ja. Ohne Fanatiker. Also hier, der mittlere Block hier ist schon der nächste. Oder? Warte. Noch eins nach oben. Und jetzt geht's hier weiter runter. Hier der auch noch gut. Ups. Bingo. Was ist? Hier ist eine Höhle. Dominik, lass doch bitte mal deinen Höhlenfetisch. Na. Also würde ich sagen, eigentlich war ich hier dieses neue Projekt angesehen, was die großen YouTuber machen hier, dieses Nero. Nö, da habe ich komplett drauf geschissen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Weil davon eh nichts. Genauso wie Life in the Woods. Ja gut, Life in the Woods ist ein. Das ist einfach wirklich nur erweitertes Minecraft. Und Gronkh. Ja, nicht nur Gronkh, ne? Ja, aber Gronkh hat das Modpack ins Leben gerufen. Ja. Ah, apropos Gronkh. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, da hat er einfach mal in seinem Livestream so einen kleinen Twitch-Streamer überrascht. Lol. Das war krass, der hatte nämlich so. Er ist halt so vorher drei Zuschauer in dem Moment. Was passiert? Oh, jetzt sind es 4700. Ja, der hat den einfach mal komplett geratet. Ja, das gibt's öfters. Aber das Krasse ist einfach, der hatte noch ein Spendenziel, weil der eine Krankenhausrechnung noch hatte. Das war bei 2%. Innerhalb von einer Minute ist das dreimal geknackt worden. Fuck. Also ganz ehrlich, da muss ich mal sagen, das war eine geile Aktion von dem. Gibt schon geile Aktionen. Ich habe auch jetzt letztens mal Square Enix angeschrieben, wegen einem Projekt, was ich machen würde. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort, aber ich bin mal gespannt, ob ich was kriege. Welchen Arschtritt? Ja, ich will es nicht hoffen. Weil das Spiel würde ich echt gerne mal let's playen. Okay. Ich habe mich hier mal runtergebuddelt. Jo, der Gang ist bald schon fertig. Also da oben. Was sollen wir für Treppen nehmen? Stonebrick? Ich bin am überlegen. Aus. Weil ich hab ja mit Stonebrick angefangen. Ja gut, dann machen wir Stonebricks Treppen. Einfach doppelt so schnell wieder auf einmal. Das ist echt krass, ne? Also Boden. Also ich hatte überlegt, den Boden oder die Decke aus Granit zu machen. Warte mal, ich hab's mal vorbereitet. Ich mache aber hier manchmal mal gerade wenigstens die Decke schon mal so ein bisschen richtig und schaut mal den. Ich wollte die Seiten aus, was ist das? Dyrite machen. Das ist das Weiße, oder? Ja. Ja, okay. Daran hatte ich auch gedacht. Ich finde das echt mega geil. Ja, Diamond sieht auch geil aus. Boah. Ist die Folge nicht gleich zu Ende? Ja, noch eine Minute. Ja. Mann, habe ich ein gutes Zeitgefühl. Lava? Nein. Nein, Lava. Gib mir das Redstone. Ah ja, mit Juni, dass du zu mir runterkommst, sieht gut aus. Von meiner Seite aus. Ah, okay. Okay, dann muss ich noch meine Eltern überreden. Gut. Was hab ich gehört? Erstmal an dem Wochenende dann saufen gehen? Ja, okay. Gut. Alter, du alte Kohle-Fetischist. Muss man.
Muss man sehen, was ich bis jetzt alles aus diesen scheiß vier Chunks rausgeholt habe. Willst du das jetzt wirklich in dem Design machen wie hier, oder? Ja. Also, ich würde gerne noch einen Farbakzent hinzufügen, das finde ich wenigstens los. Achso, immer Half-Slaps nehmen, ne? Oh, Tommy. Gut, jetzt müssen wir erstmal Stein braten. Das wird ziemlich viel. Ja, easy. Wir gehen jetzt gleich schon mal rauf, schmeißen den Stack hoch und dann gehe ich schon mal kurz aufs Klo und dann ist mal die erste Fuhr fertig. Oh, ups. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Das war nicht beabsichtigt. Gut, alles klar. Alter, von dem Rotten Flash kriegen wir so viele Emeralds. Gut, würde ich sagen, Folge ist rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.